Altersrente niedriger als Bürgergeld. Ist das gerecht? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich stürze schon mal gleich in den Artikel, den ich gefunden habe von der Berliner Zeitung vom 21.09.2023. Da steht unter der Headline Bürgergeld höher als Rente, ist das gerecht? Und dann haben wir hier die Dame, die etwas ältere Dame und die hat hier einen Rentenbescheid, die guckt auf ihren Rentenbescheid und dann schreibt der Autor, der Herr Schubelius, der Rentenbescheid ist für viele Berliner eine große Enttäuschung. Von der niedrigeren Bruttorente werden noch Kranken- und Pflegebeiträge und Steuern abgezogen. Und er schreibt uns dann letzten Endes auch noch, ich gehe da noch mal ein bisschen näher rein, Rentner in Berlin haben im Durchschnitt weniger auf dem Konto als Empfänger von Bürgergeld. Wer 45 Jahre gearbeitet hat, bekommt weniger als wer nicht arbeitet. Das kann so nicht bleiben, meint Gunnar Schubelius. Ja, meine Damen und Herren, die Fragestellung, die ich mir hier also stelle im Zusammenhang mit diesem Beitrag, ist doch gar nicht die Frage, ob Bürgergeld höher ist als die Rente und ob das gerecht oder ungerecht ist. Sondern die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, meine Damen und Herren, wenn Sie sich den Beitrag mal durchlesen, wie kommt es eigentlich dazu, dass gesetzliche Rentenansprüche nach 45 Jahren harter Arbeit im Netto niedriger sind als Bürgergeldanspruch? Wie kann das eigentlich sein, meine Damen und Herren? Und das ist genau die entscheidende Fragestellung und nicht der Vergleich zwischen Bürgergeld und Rente. Natürlich ist das klar, dass nach Berliner Verhältnissen hier Bürgergeldempfänger im Netto höhere, also zum Teil höhere Einkünfte haben als im Netto als Rentenempfänger. Aber die Frage ist, warum ist das so? Warum sind die gesetzlichen Renten so niedrig? Und das liegt einfach systembedingt an unserer Gesellschaft. Wir zahlen als Arbeitgeber den Leuten nicht genug Lohn. Das heißt, Löhne und Gehälter sind einfach zu niedrig. Viele Menschen werden krank, können also nicht mehr arbeiten. Gerade in Berlin, ich erlebe das ja häufig, in Berlin ist die Quote, die Sozialhilfequote extrem hoch, höher als in vielen anderen Städten in Deutschland. So. Wir haben die sogenannten, wir Juristen sagen immer, die Wechselfälle des Lebens. Ja? Also wer sich scheiden lässt, oder wer zum Beispiel arbeitslos wird oder wer krank wird, der kriegt weniger Geld. Und das sind doch systemimmanente Probleme, die dazu führen, dass gesetzliche Renten einfach zu niedrig sind und in Altersarmut führen. Das haben wir doch nun auch schon in verschiedenen Beiträgen dargestellt. Ja? 9,3 Millionen Menschen in Deutschland, die als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hier arbeiten, werden im Alter arm sein, weil deren Renten trotz Tätigkeit letzten Endes unter oder im Bereich der Sozialhilfe landen. Das ist doch beschämend, meine Damen und Herren. Deswegen, lieber Herr Schubelius, das ist doch gar nicht unser Problem. Unser Problem ist doch gar nicht dieser Vergleich zwischen Bürgergeld und Rente. Unser Problem ist schlicht und ergreifend, warum haben wir denn eigentlich so geringe Renten in Deutschland? Und das ist genau unser Problem. Und deswegen kann ich einfach nur sagen, liebe Politik, nehmen Sie sich diesen Beitrag mal zu Herzen und prüfen Sie einfach mal, ob es nicht langsam an der Zeit wird, hier in Deutschland eine armutsfeste Mindestrente einzuführen, hier in Deutschland eine Erwerbstätigenversicherung einzuführen, in der gesetzlichen Rente, natürlich auch in der gesetzlichen Krankenversicherung und auch wenigstens eine armutsfeste Mindestrente einzuführen. Und auch, was mir sehr wichtig ist, die Berechnung der Renten in der gesetzlichen Rentenversicherung zu ändern und hier letzten Endes hier für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, indem zum Beispiel auch Beamte, Selbstständige, Politiker, eigentlich im Grunde genommen alle in Deutschland in die Rentenversicherung einzahlen. Meine Damen und Herren, und dann noch etwas. Seit 2011 ist Hartz IV Bürgergeld nicht mehr rentenversicherungspflichtig. Das heißt also, alle diejenigen, die längere Zeit im Hartz IV, im Bürgergeld drinnen sind, die kriegen keine Rentenversicherungsbeiträge mehr eingezahlt. Das ist auch ein Problem. Darüber redet aber in Deutschland keiner. Das ist einfach vom Tisch. Ja, so. Und deshalb kann ich Ihnen nur sagen, dieser Vergleich
Der ist vielleicht interessant, aber der löst unser Problem nicht. Ja? Es ist interessant zu wissen, dass ein Alleinstehender 502 Euro im Monat als im Regelsatz 1 als Bürgergeld bekommt. Es ist auch interessant, dass dass die Warmmiete 700 Euro bezahlt wird oder bis zu 700 Euro bezahlt wird. Und es ist natürlich auch interessant, dass Kranken- und Pflegeleistungen und Sachleistungen für die Wohnungseinrichtung übernommen werden. Er damit sozusagen, er oder sie, Bürgergeldempfängerin, dann über diese 1200 Euro im Monat kommen, die man letzten Endes runterbricht, wenn man 1400 Euro Rentenleistung hat, dann davon Kranken- und Pflegebeiträge zahlt, kommt man auch auf 1200 Euro. Ja, ist völlig klar. Aber letzten Endes, ja, es ist leider systembedingt, dass die gesetzliche Rente niedriger sein kann im Einzelfall oder oft auch sein wird als das Bürgergeld. Ja, diskutieren Sie einfach mit. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.